Hallo und herzlich willkommen zu Part 57 von Fallout 4. Fuck. Ich glaube, ich habe wir haben. Schwer verwundet. Preston, du wirst doch jetzt nicht zum Lappen mutieren. So, und schon haben wir es geschafft. So einfach geht's. Tada! Schon wieder lauter Schrott zum Sammeln. Ich hasse die Musik. Hey, Schlüssel zur College Square Station. Aufgepasst. Was brauchst du? Einen Handel. Okay, ich bleib auf dieser Position. So. Okay, jetzt ist er wirklich voll. Machen wir uns auf den Weg. Nein, was sagst du denn da, Preston? Das hätte ich mir jetzt gar nicht vorstellen können. Ich glaube, das Zeug habe ich da irgendwo. Da habe ich es rein. Dann schmeißen wir mal den Müll da mal rein. Okay, ich hab's nicht da rein, aber jetzt ist schon wurscht, jetzt meist trotzdem. Gar nicht schlecht. Ich trage wieder mal zu viel, ja. Was sonst?
müsste da jetzt eigentlich nicht entspielen, weil ich weiß ja, um was das da geht. Bowlingkugel. Ja, ist doch eine schöne Gegend hier. Es macht alles so viel Spaß, so langsam zu gehen. Ich würde ja, wenn sowas wäre, mit Ghoulen und so, würde ich niemals... Habe ich das da alles rein? Ja, da habe ich es rein. Ich würde mich niemals hier unten verbarrikadieren. Das ist doch total unsicher, oder nicht? Voll unüberschaubar. Wäre nix für mich. Aber da noch, ob ich da jetzt noch was mitnehme. Das hole ich mir später mal. Tausend Sachen. Bitte vorsichtig beim Einsteigen. Die U-Bahn-Marken, glaube ich, wiegen auch nichts, oder? Ich glaube nicht. Leben und Lieben. Begleiter verursachen dauerhaft plus 5% Schaden. Yay! Geil! Das ist sehr cool. Da haben wir wieder so einen Kerl. Oh, ich habe jetzt eigentlich. Ah, da kann man auch runtergehen, da war ich nämlich noch nicht. Ah ja, okay, doch, da waren wir schon. Da ist ein Affe. Der ist gruselig gewesen. Der war ultra gruselig. Die Affen sind mega gruselig. Nee, das hole ich mir jetzt nicht. Alles so schwer, geh mal weg. Das war ultra Oberkopfschuss. Nicht schlecht. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie sich nicht an die Türen lehnen. Oh, ein Staubwedel.
Sauber bleiben, Boston. Bitte werfen Sie Nahrungsreste in die dafür vorgesehenen Müllbehälter. Verstrahlend. Krass. Was es nicht alles gibt. Da muss ich auf jeden Fall nochmal her und mir das Ganze angucken, weil da ist so viel drin. Meine Güte, ist das widerlich. Ach komm. Schimmelige Essen, das ist doch noch. Ist doch noch okay. Yum yum. Russische Eier. Und schummeliges. Schummeliges Essen. Was habe ich jetzt da eingesammelt? Den Brutkasten da. Wie viel wiegt denn der? Eins. Was war denn das für ein Fehler? Das ist gruselig. Da ist hundertprozentig irgendwo einer drin. Sicherheit da. Ich mal. Aber ein Teddybär. Ah, da ist eine. Hey. Sauber bleiben, Boss. Bitte werfen Sie Nahrungsreste in die dafür vorgesehenen Müllbehälter. Ach, Mann, Mann, Mann. Geschafft. Hey, sieh dir das mal an. Was denn? Will ich es mir überhaupt ansehen? Das ist hier die Frage. Yay! Echt zum Kronkorken! Fusionszelle. Nicht schlecht, nicht schlecht. Habe ich die alle weggesprengt? Ist ja nicht schlecht. Ich bin mir aber nicht sicher. Bin ich wirklich hierher? Doch, ich bin hierher gekommen. Die habe ich alle einfach weggesprengt. Ja, wir wollen doch raus. Was erzählt denn der für Faxen? Und ich muss immer jetzt auf die Uhr schauen. Das geht so schnell vorbei, das ist unglaublich. Eigentlich wollte ich immer eine 15 Minuten Pause machen. Das habe ich jetzt davon. Wo muss ich jetzt den Quest abgeben? Ja, hier hin. Jetzt gehen wir noch ganz kurz den Quest ab und dann hören wir auf. Dann schmeiße ich den ganzen Müll wieder weg. Und dann machen wir weiter. Heute. Wir sind jetzt schon Level 15. Und werden jetzt wahrscheinlich ins Level 16 kommen. Nur durch die ganzen Quests. Ich habe diese lästigen Ghule erledigt. Wirklich? Das sind großartige Neuigkeiten. Kumpel, wir sind dir und den Minutemen echt dankbar. Und ihr habt unsere Unterstützung.
Und Level nicht ab. Toll. Ich dachte, wir sind Level ab. Das ist ja mies. Na gut. Auf jeden Fall, war's das jetzt für jetzt? Das war ja klar, dass das jetzt kommt. Das war so klar. Das war so klar, Mann. Natürlich alles sehr schlecht, weil ich mir einen Tesla-Bogen habe ich noch nie gemacht. Der schießt beim Einschalten Elektrizität. Wir haben ein Öl zu wenig. Das ist auch schlecht. Wir sind eigentlich... Wo haben wir hier? Holz? Ist da irgendwo? Nein, Stahl, natürlich. Hier? Stahl, natürlich. Hat denn da nichts Öl dabei? Das kann doch gar nicht sein. Da muss doch irgendwo Öl sein. Jetzt kann ich auch nicht springen. Zeitlupe. Da muss irgendwo so ein Ölkanister rumhüpfen. Wo ist eigentlich die Dings? Benzinkanister. Jawoll! Das funktioniert doch. Jetzt kann man nämlich hier schön Geschützturm bauen. Unseren Schutz. Stand da jetzt gerade Giddy ab Buttercup entfernt? Ich kotz gleich. Verdammt, eigentlich hätte ich drauf kommen müssen. Verdammt, ich bin so dumm. Ja gut. Hilft jetzt alles nichts. Das ist leider schon zu spät. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Like, kommentiert, abonniert. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Part.